Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Trotz aller von ihm ausgelösten Katastrophen blieb der Nationalismus im 20. Jahrhundert ein geschichtsmächtiger Faktor. Die Befreiungsbewegungen Afrikas und Asiens haben sich seinerzeit ebenso auf ihre nationalen Traditionen berufen wie die neuen Staaten Mittel- und Osteuropas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. In den 90er Jahren waren die Balkankriege wieder einmal grausame Belege dafür, wie rasch der Lack der demokratischen Zivilisation durch nationalistische Strömungen hinweggefegt werden kann. Und aktuell werden die Grundlagen der Europäischen Union von einem populistisch geprägten Renationalisierungstrend erschüttert. Vor diesem Hintergrund erhält die Frage nach der historischen Entwicklung des modernen Nationalismus und der Nationalstaatsidee eine zentrale Bedeutung. Nach dem Schock der Revolutionen von 1789, 1830 und 1848 standen die Konservativen der Nationalbewegung skeptisch gegenüber. Aus konservativer Sicht galten die nationalen Einheitsbestrebungen sowohl in Italien als auch in Deutschland als akute Bedrohung. Seit den 1840er Jahren kristallisierten sich zusehends neue konservative Politikdiskurse heraus, die die Nationalstaatsgründung von oben als pragmatische Machterhaltungsstrategie positiv neu bewerteten. Es waren Realpolitiker wie Bismarck oder Cavour, die so die These unseres heutigen Referenten Amerigo Caruso konservative Themen wie Ehre, Religion und Königstreue im deutschen und italienischen Nationalstaat geschickt reaktivierten. Zur Person unseres heutigen Gastes ist Folgendes zu sagen. Herr Caruso studierte Geschichte, Politikwissenschaft sowie Neuere Geschichte und Globalgeschichte in Mailand. Von 2011 bis 2015 promovierte er am Lehrstuhl für Neuere Geschichte und Landesgeschichte der Universität des Saarlandes mit dem Projekt Nationalstaat als Telos, der konservative Diskurs in Preußen und Sardinien, Piemont, von 1840 bis 1870. Seine Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Dr. Eduard-Martin-Preis der Universitätsgesellschaft des Saarlandes. Seit 2015 ist er Stipendiat am Forschungszentrum Europa der Universität Trier und am DHI in Rom für das Postdoc-Projekt Resilienz und Vulnerabilität europäische Adelsfamilien in Zeiten revolutionärer Umbrüche von 1760 bis 1830. Seit 2016 ist er Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes sowie am Institut für Politikwissenschaft der Universität Nancy. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Danke für die freundliche Anmoderation und vielen Dank vor allem dafür, Herr Rauls und Frau Paul, dass ich diese schöne Gelegenheit habe, meine Arbeit in die Stiftung Demokratie vorstellen zu dürfen. Es schließt sich damit ein Kreis, weil ich habe, das habe ich vorher kurz erwähnt, ich habe hier vor 6 Jahren eigentlich in den alten Stiftungsräumen in der Birksmarstraße meine Arbeit zum ersten Mal vorgestellt und komme ich jetzt mit einem fast fertiges Buch, die am 23. Oktober erscheint. Die Nationalflaggen sind eine der meist verbreiteten Symbolen, die mit den Nationalstaaten assoziiert werden. Sie erfüllen eine zentrale sinnstiftende Funktion und sind überwiegend ein Produkt des langen 19. Jahrhunderts. Nationalsymbolen und patriotische Massenwaren leisteten einen entscheidenden Beitrag, um der Nationalstaatsdenken zu popularisieren. Was alles andere als selbstverständlich war, denn im 19. Jahrhundert dominierten lange andere Staatsformen und Ordnungsmuster, die Monarchie, das Empire, die Republik. Heute sind viele Nationalflaggen Teil der Popkultur geworden. Sie bezeichnen vermeintliche kulinarische Spezialitäten in den Supermärkten. Sie dekorieren öffentlichen Gebäude, T-Shirts und Gärten und während der Fußballweltmeisterschaft tauchen sie auch auf unsere Balkons und Autos auf. Jedoch ist die emotionale und politische Bedeutung von Nationalsymbolen
bis heute nicht zu unterschätzen. Aber gehen wir erstmal wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Am 30. November 1870 notierte die Frau des württembergischen Gesandten am preußischen Hof, Hildegard von Spitzenberg, in ihrem Tagebuch, dass während in Berlin der Eintritt Süddeutschlands in den Bund lautlos vorüberging, dasselbe Ereignis in Württemberg durch Böllerschüsse und Beflaggung allüberall gefeiert werde. Wenige Tage nach der feierlichen Kaiserproklamation in Versailles meldete die adlige Dame wieder aus Berlin, dass sowohl die Beflaggung als auch die Beleuchtung keineswegs dem wichtigen Ereignis entsprachen. Diese fehlende Nationalbegeisterung, die Hildegard von Spitzenberg registrierte, steht im eklatanten Widerspruch mit den retrospektiven verklärenden Darstellungen, die die nationale Einheit legitimierten und bis heute nicht komplett dekonstruiert sind. Zum Teil eskalierte die fehlende Nationalbegeisterung sowohl nördlich als auch südlich der Alpen in einen offenen Widerstand gegen den neu gegründeten Nationalstaaten. Die Protesten hatten die Unterdrückung oder die Marginalisierung von süditalienischen Banditen, Briganten, Katholiken, Sozialisten und sonstige Reichsfeinde zufolge. Ein kritisches Nachdenken über tatsächliche oder vermeintliche Nationalbegeisterung im 19. Jahrhundert ist nicht zuletzt wichtig, weil daraus andere, durchaus lebendige Mythen entstanden, wie zum Beispiel die Suggestion der deutschen Kriegseuphorie von 1914 oder die Vorstellung, dass Italien erst durch die kollektive Kriegserfahrung im Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Im langen 19. Jahrhundert und zur Zeit der deutschen und der italienischen Nationalstaatsgründung waren die kulturelle Erfindung und die politische Funktionalisierung von Nationalsymbolen ein umstrittenes Phänomen. Ausgehend von einigen anekdotischen Anmerkungen zum Thema Nationalflaggen möchte ich Ihnen und euch erste Einblicke in mein Forschungsprojekt zum Nationalismus und Nationalstaatsdenken im 19. Jahrhundert gewähren. Angesichts der sarkastischen oder begeisterungslosen Kommentare, die bis in den 1870er Jahren hinein führende konservative Politiker über die Nationalfarben abgegeben haben, wird es deutlich, dass sich die Konservativen im besten Fall skeptisch, aber auch ostentativ polemisch gegen die Nationalstaatsidee sich äußerten. Um 1870 war zum Beispiel für Bismarck die Frage nach einer neuen deutschen Nationalflagge vollkommen unbedeutend. Von mir aus, betonte der Reichsgründer, soll die Flagge grün und gelb mit Parteiabzeichen aussehen. Oder wir könnten auch die Fahne von Mecklenburg-Strelitz verwenden als Flagge des Kaiserreichs. Diese Gleichgültigkeit blieb nicht ohne Folge und das Deutsche Kaiserreich hatte bis 1892 tatsächlich keine Nationalflagge. Die Gleichgültigkeit Bismarcks war nicht nur durch seine äußerst schwache Identifikation mit dem deutschen Nationalismus motiviert, aber auch, wie oft bei Bismarck der Fall war, pragmatisch bestimmt. Der Reichskanzler wusste, dass das Thema Nationalflagge, genauso wie das Thema Nationalfeiertag, ein politisches Minenfeld war und am besten auf die lange Bank geschoben werden sollte. Ähnlich wie für Welfen, Katholiken und Sozialisten, die als Reichsfeinde diskreditiert wurden, waren Nationalsymbolen auch den preußischen Konservativen ein Dorn im Auge. Die Übernahme des Schwarz-Rot-Golds war unerwünscht, weil das Kaiserreich sich keineswegs als Erbe der Revolutionen von 1848-49 inszenieren sollte. Theodor Fontanes Romane und Erzählungen beinhalten mehrere Passagen, die die Frage der neuen Nationalflagge thematisieren. Als sein Diener Engelke
die schwarz-weiße Preußenfahne mit der schwarz-rot-weiße Flagge des neu gegründeten Kaiserreichs ersetzen wollte, reagiert Duboslav von Stechlin, der Protagonist von Theodor Fontanes Roman Der Stechlin, darauf empört. Zitat: Engelche hatte vor kurzem einen roten Streifen annähen wollen, war aber mit seinem Vorschlag nicht durchgedrungen. Lass, ich bin nicht dafür. Das alte Schwarz und Weiß hält gerade noch, aber wenn du was Rotes dran nähst, dann reißt es gewiss. Auch der damalige Kriegsminister Albrecht von Roon äußerte sich ähnlich über die neue, wenngleich inoffizielle Nationalflagge. Er identifizierte sich nach wie vor mit den preußischen Farben und betrachtete das neue Zusatz von Rot als ein notwendiges Übel, das viel her an die siegreichen Feldzüge von 1864, 66 und 70 als an die nationale Einheit erinnern sollte. In einem makabren Ton äußerte sich darüber auch ein anderer wichtiger Mitarbeiter Bismarcks, der evangelische Theologe Heinrich Abeken. Er schrieb an seine Frau: Nun kann man sich der schwarz-rot-goldene Kokarde freuen, nachdem ihr Gold Feuer und ihr Rot Blut geworden ist. Im Kaiserreich avancierte Albrecht von Roon zu einem der meistgefeierten Nationalhelden. Jedoch zwischen November 1870 und Januar 1871, als er als Kriegsminister im preußischen Hauptquartier in Versailles tätig war, betrachtete er die nationale Frage als eine lästige und nebensächliche Angelegenheit. Roon kommentierte die Verhandlungen, die die Reichsgründung vorbereiteten, mit ironischen oder ablehnenden Aussagen. Sein Hauptaugenmerk galt jedoch der Bezwingung der verbliebenen französischen Kampfeinheiten und vor allem die Unterwerfung Paris. Mit einer Sprache, die wir heute kaum Donald Trump zutrauen würden, forderte er Bismarck auf, die französische Hauptstadt vernichtend zu bombardieren oder, wie er in seinen Briefen wortlich schrieb, mach doch endlich bum bum bum. Sein Desinteresse für die nationale Frage zeigte Roon auch als er am 18. Januar 1871 zur Kaiserproklamation wegen einer Erkältung nicht teilnahm. Auch der neue Kaiser machte kein Hehl aus einer Abneigung gegen die nationale Umgestaltung. Am Vorabend der Kaiserproklamation in Versailles, während sich Politiker, Journalisten, Historiker und Künstler mobilisierten, um die große Narration der Nation als Telos zu entwerfen, schrieb Wilhelm I. an seine Schwester Alexandrine, seine beliebteste Vertraute, und bezeichnete die deutsche Einigung als notwendiges Übel, das er erreicht hat, sans le vouloir, ohne das zu wollen. Mit dieser kurzen Einleitung habe ich einige zentrale Aspekte meines Forschungsprojekts skizziert. Im Mittelpunkt meiner Arbeit standen die politische Ideengeschichte und die historische Semantik der konservativen Diskursen in transnationalen europäischer Perspektive. Außerdem habe ich das deutsche und das italienische Nation Building verglichen, Deutschland und Italien als die verspäteten Nationen, ein inzwischen veraltetes Dichtum, das die Verzögerung der deutschen und der italienischen Nationalstaatsgründung im Vergleich zu den anderen westeuropäischen Staaten deterministisch beschrieb. Das Thema Konservativen und Nation ist insofern ein Forschungsdesiderat, weil die Nationalismusforschung seit der kulturalistischen Wende Ende der 1970er Jahren überwiegend die liberale Konstruktore oder Erfinder der Nation in den Blick genommen hat. Als konstruktivistische oder kulturalistische Wende bezeichnet man das Forschungserdbeben, die
dass die quasi zeitgleiche Veröffentlichung der Nationalismusstudien von Benedikt Anderson, Ernest Gellner und Eric J. Obstbaum verursachte. Diese sehr einflussreichen Studien bewirken, dass bis heute und in ganz Europa die große Mehrheit der Historiker die Idee der Nation als narratives Konstrukt und als politische Erfindung betrachtet, interpretiert. Außerdem war der Konstruktivismus eng mit der modernistischen These verknüpft, eine These, die die Nationen als Produkt der Moderne darstellte und darstellt. Konstruktivismus und Modernismus bedeuteten eine nahezu komplette Revision des Essentialismus, das heißt die Theorie, die die natürliche Existenz der Nationen und ihre vorbestimmte politische Entwicklung in Nationalstaaten besagt. Diese Idee eines natürlichen und teleologischen Charakters der Nationen setzte sich im 19. Jahrhundert durch und blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein sehr politikmächtig, wie zum Beispiel das 14-Punkten-Programm des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zeigt. Der aktuelle Stand der Forschung zum Nationalismus ist insofern problematisch, weil die konstruktivistische und modernistische Thesen fast ausschließlich an Studien über liberale Ideen und liberale Netzwerken demonstriert wurden. Über die Konservative gibt es zwar ausgezeichnete Biografien, wie zum Beispiel von Bismarck und Gerlach, jedoch stellt eine systematische Untersuchung von konservativem Diskurs, Erfindung des Nationalismus und Durchsetzung der Nationalstaatsidee seit langem ein Forschungsdesiderat dar. Die einseitige Fokussierung auf die Liberalen birgt die Gefahr, nationale Meistererzählungen indirekt zu bestätigen. Wenn meistens die Liberalen, also die Befürworter der Nationalstaatsidee, zur Sprache kommen, könnten Historiker und geschichtsinteressiertes Publikum dazu verleitet werden, die Bedeutung und die Folgen des liberalen Nationendiskurses zu überbewerten. Aus diesem Grund war es vielversprechend, ein systematisches Forschungsprojekt über die Konservative zu konzipieren, das nicht nur einzelne Biografien oder politisch-diplomatische Entscheidungen untersucht. Konkret gesagt versucht meine Studie die folgenden Fragen zu beantworten. Warum lehnten die Konservativen die nationalen Einheitsbestrebungen zunächst vehement ab und wie argumentierten sie gegen die Nation? Warum begannen nach der Revolution von 1848 in Italien und Deutschland einige konservative Politiker und Intellektuellen die Forderung der Nationalbewegung pragmatisch zu überdenken und das moderne Nationalstaatsdenken in den traditionellen konservativen Politikdiskursen einzubetten? Und schließlich, war die Integrationsideologie der neuen Nationalstaaten nur ein Ersatz oder eine Ergänzung von allvertraute Wertorientierungen und Kollektivsymbolen wie die Monarchie, die Religion und das eigenstaatliche Bewusstsein? Um diese Frage zu beantworten, habe ich im konservativen Diskurs nach langen Argumentationsketten gesucht, die vielfältig einsetzbar waren und vermeintliche historische Zäsuren anpassungsfähig überdauerten. Eine dieser Argumentationsketten ist die negative Assoziation zwischen liberale Nation und Revolution. Ursprünglich stammte diese Idee aus der europaweiten konservativen Meinungsmobilisierung gegen die Französische Revolution und sie bildete eine zentrale Deutungsstrategie gegen die Nationalbewegung. Der deutsche Historiker Reinhard Koselleck sprach von einer permanenten Revolution im 19. Jahrhundert und betonte damit, dass die narrative Verarbeitung der Revolution oft größere historische Folgen hatte als die Ereignisgeschichte der Revolution. Revolutionsdiskurse, fügt Koselleck hinzu, enthielten immer schon Gegenrevolution. Eine zweite Argumentationskette im konservativen Diskurs, die erste war Nation gleich Revolution. Die zweite Argumentationskette im konservativen Diskurs entstand im Zusammenhang mit der umfassenden Politisierung religiöser Semantiken und Wertorientierungen.
ein Phänomen, das sich ebenfalls im Rahmen der Reaktion gegen die Französische Revolution herauskristallisierte und vor allem nach dem Wiener Kongress ein wesentliches Legitimationselement für den politischen Status quo darstellte. Eine weitere Argumentationskette hat mit dem in Deutschland und Italien tief verwurzelten eigenstaatlichen Bewusstsein und mit dem Regionalismus und dem monarchischen Patriotismus zu tun. Das Buch, das aus meinem Forschungsprojekt resultiert, ist in drei Großkapitel gegliedert. Die Kapitel sind jeweils einem zentralen Themenkomplex im konservativen Diskurs gewidmet. Das erste Kapitel rekonstruiert die Grundlagen der konservativen Politikdiskursen, die emotionale, die semantische, die ideologische Grundlagen. Dieses Kapitel setzt sich mit dem Deutungsmuster Revolution auseinander. Die Revolution bildete einen omnipräsenten und vielfältig einsetzbaren Begriff in der politischen Sprache des 19. Jahrhunderts. Dabei generierte der Revolutionsdiskurs einen wesentlichen Modernisierungsimpuls, der die Arenen, die Kommunikationsformen und die Sprache des Politischen grundlegend veränderte. Zugleich stellte der Revolutionsbegriff ein dominantes Epochenetikett und ein Bedrohungsszenario. Man kann die Tragweite und die politische Gestaltungskraft des Revolutionsbegriffs im 19. Jahrhundert wirklich kaum überschätzen. Der Revolutionsdiskurs spitzte die realhistorische Veränderungen der Revolution auf der Erfahrungsdeutungsebene der Akteure zu und wurde für aktuelle politische Interessen immer wieder reaktiviert. Angesichts ihrer sozialen Stellung waren die Konservative diejenigen politischen Akteure, die sich von dem Bedrohungsszenario der permanenten Revolution am meisten beunruhigt fühlten. Sie gehörten meistens zu den sozialen und staatstragenden Eliten und besaßen erhebliche finanzielle Mittel, machtbewusste Familientraditionen und informelle Kontakte, um die politischen Entscheidungsträger zu beeinflussen und sich privilegierte Karrierenchancen zu sichern. Nach der Französischen Revolution herrschte weiterhin ein unklares Politik- und Parteiverständnis sowie verschwommene politische Terminologien. Die Konservative bezogen sich auf traditionelle Selbstbeschreibungen und definierten sich durch Familienbildung und Königsnähe. Nach 1848 setzte sich schnell die Dichotomie zwischen liberal-bürgerlich und adelig-konservativ als politisches Narrationselement durch. Seitdem etablierten sich die Kategorien von liberal und konservativ als zentrale Fremd- und Eigeninteressenbezeichnungen. Der Historiker Hans Reif unterscheidet fünf konservative Paralleltraditionen des 19. Jahrhunderts. Wir haben die romantisch altständische Konservatismus, der agrarische Interessenkonservatismus, der gouvernementale Konservatismus, der liberale Konservatismus und der soziale Konservatismus. Alle fünf politische Paralleltraditionen strebten auf ihre je eigene Weise die Vermittlung von alt und neu an und waren also nicht schlichtweg reaktionär. Die Revolutionsangst und die narrative Verarbeitung der Revolutionserfahrung waren die wesentlichen Elemente, die zur Dynamisierung moderner konservativer Politikdiskursen beitrugen. Im Folgenden werde ich die Artikulationsstärke und die transnationale Dimension dieser Diskurse zusammenfassend präsentieren. Die Folie zeigt der wichtigste politische Bestseller, der konservative Revolutionsdiskurs hervorbrachte. Die Reflection on the Revolution des irisch-britischen Politikers Edmund Burke erreichten in London eine Rekordauflage und wurden in alle westeuropäischen Sprachen übersetzt und mehrmals aufgelegt. Auch andere konservative Publizisten wie Aller, de Maistre oder Chateaubriand erreichten einen dauerhaften und europaweiten Erfolg. Die große Popularität dieser Autoren führte dazu, dass ihre Ideen auch in vereinfachter Form rezipiert wurden und das Publikum ihr Privatleben aufmerksam verfolgte.
die enge Verflechtungen von konservativen Publizistik und Politik können anhand der Aktivitäten des deutschen Staatsdenkers Friedrich von Gentz deutlich demonstriert werden. Gentz machte sich einen Namen als deutscher Übersetzer von Burkes Reflections, das ist das Buch, und avancierte später zum wichtigsten Berater von Metternichs. Nach der Revolution von 1848-49 begann auch für die Konservative der Pressefrühling. In Preußen erreichte die konservative Kreuzzeitung wenige Monate nach ihrer Gründung bereits über 20.000 Abonnenten und war damit eine der meistgelesenen Zeitungen in Norddeutschland. In Italien gehörte die konservative Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica mit über 13.000 Abonnenten zu den einflussreichen Publikationen. Und in Sardinien-Piemont, der einzige italienische Staat mit einer gemäßigt liberalen Verfassung und mit Pressefreiheit, waren sogar 3 der 5 meistgelesenen Zeitungen konservativ. Außerdem erschienen zwischen 50 und 58 mindestens 200 Pamphlete, allein in Sardinien-Piemont in diesem Fall, das heißt durchschnittlich mehr als 2 Titel jedes Monat, konservative Titel jedes Monat. Nach der Revolution von 1848 verloren die Konservative ihr Einfluss auf politischen und publizistischen Foren nur langsam und partiell. Neben Presse und politischen Gremien waren beispielsweise auch die preußischen Universitäten teilweise konservativ dominiert. Dort agierten Historiker, Juristen und Theologen wie Friedrich Julius Stahl, Ernst Engstenberger und Heinrich Leo, die explizit für die Konservativen politisch engagiert waren. Und schließlich auch die literarischen Bestseller dieser Zeit waren konservativ geprägt. Die heute fast komplett ins Vergessenheit geratene Werke von Luise Enzel, Marina Tusius, Antonio Bresciani und Cesare Cantù waren nachhaltige Publikumserfolge und verbreiteten konservative Wertorientierungen sowie gegenrevolutionäre Verschwörungstheorien. Die Tatsache, dass konservative Ideen viele verschiedene Felder wie Politik, Presse, Literatur und Wissenschaft stark beeinflussten, bedeutete nicht zuletzt, dass die konservative Deutungsmuster die Entstehung der modernen Sprachen des Politischen entscheidend mitbestimmten. Es war vor allem der Revolutionsdiskurs, der die politische Sprache, aber auch die Politikentwürfe und das politische Engagement der Konservative mobilisierte. Der Revolutionsdiskurs etablierte Feindbilder und Argumentationsmuster, die 2 durchaus moderne Elemente des Politischen beinhalteten: Emotionalisierung und Komplexitätsreduzierung. Ausgehend von dem Revolutionsdiskurs fanden die Konservative neue Handlungsoptionen, um sich den beschleunigten politischen Wandel anzupassen. Die konservative Selbstbehauptung perpetuierte die Vorstellung einer politischen Gut- und Böse-Dichotomie und damit auch die Ambition, wahre und falsche Veränderungen zu kontrollieren. Von diesem Hintergrund reproduzierten die Konservative ihre Selbstbeschreibung als politische Elite, die die wahre und gute Politik zu realisieren hat. Um einen ersten Blick hinter den Kulissen der Realpolitik zu werfen, wie ja der Vortragstitel verkündet, ist es notwendig, die vielfältigen Bedeutungen und der Bedeutungswandel des permanenten Revolutionsdiskurses zu berücksichtigen. Bis zur Revolutionsschock von 1848 dominierte aus konservativer Sicht eine negative Analogie zwischen Nation und Revolution. Diese Analogie diskreditierte die deutsche und italienische Nationalbewegung als revolutionäre Tendenzen oder in der Sprache des 19. Jahrhunderts ausgedrückt als demagogische Umtriebe. 1848 bezeichnete beispielsweise der preußische Außenminister Kanitz die deutsche Nationalbewegung als Zerstörung, Umsturz, Wegwerfen, Aufgeben, Aufgeben des Bestehenden ins Unbestimmte, ins Bodenlose.
Bis in den 1850er Jahren hinein leitete diese Deutung des Begriffspaars Nation, Revolution Maßnahmen zur politischen Unterdrückung der liberalen Nationalbewegung ein. Spätestens seit 1948 tauchte jedoch in der politischen Debatten eine andere Bedeutung der Assoziation Nation und Revolution auf. Im kompletten Gegensatz zur ersten reaktionären Interpretation von Nation und Revolution trug diese zweite Bedeutung dazu bei, die Nationalstaatsidee in der Nähe des Realisierbaren zu rücken und die konservative Gefühlsbildung zur Nation zu stärken. Die zweite Bedeutung von Nation und Revolution besagte, dass die Idee der Nation nicht per se revolutionär war, sondern nur von Revolutionären eingenommen, verfälscht und instrumentalisiert. Folglich wurde als ein zentrales Ziel der konservativen Politik betrachtet, die Idee der Nation von den liberalen und demokratischen Bestrebungen zu separieren und die nationale Einheitsbestrebungen von oben zu realisieren. Die berechtigten Forderungen und die wahren Bestrebungen der Nationalbewegung galten nun als legalistisch und konservativ, und die Nationalstaatspolitik von oben wurde als vielversprechende Strategie gegen neue Revolutionen eingestuft. Diese positive Interpretation von Nation und Revolution hatte sowohl in Italien als auch in Deutschland erhebliche politische Folgen und wurde um 1850 von zwei Pamphlete, die auf der Folie angezeigt sind, lanciert. Die Autoren dieser zwei Publikationen, Cesare Balbo und Josef Maria von Radowitz, gehörten zu den liberal-konservativen staatstragenden Eliten Preußens und Piemonts. Ihre Ideen bereiteten die Durchsetzung einer systemstabilisierenden Verfassungs- und Nationalstaatspolitik vor. Viele Konservativen waren mit dieser Umorientierung nicht einverstanden und protestierten dagegen, teilweise mit Erfolg, zum Beispiel 1850, als die preußische Unionspolitik von Radowitz endgültig scheiterte. Jedoch stellte die Idee, Nation und Revolution zu trennen und die erste von oben zu realisieren, die programmatische Grundlage für die Nationalstaatspolitik von Cavour und Bismarck. Um 1850 war Bismarck einer der erbittersten Gegner der Unionspolitik von Radowitz, jedoch revidierte er circa 10 Jahre später komplett seine Meinung und betrachtete nun Radowitz rückblickend als der Lehrmeister einer modernen und pragmatischen konservativen Politik. Die Erfolge der Realpolitik als politische Ideologie und die spektakuläre Durchsetzung der Nationalstaatsidee in Deutschland und Italien sind, so meine These, nur im Zusammenhang mit dem permanenten Revolutionsdiskurs, seine vielfältige Bedeutung und sein Bedeutungswandel zu verstehen. Soweit zum ersten Punkt meines Vortrages. Die zwei nächsten sind deutlich kurzer, nur nebenbei gemerkt. Religiöse Politik und monarchischer Herrscherkult. Der zweite Punkt meines Vortrags analysiert Religion und monarchischer Herrscherkult als zwei weitere miteinander eng verknüpfte Bestimmungsmuster im konservativen Diskurs. Ähnlich wie der Revolutionsbegriff spielten die Paradigmen von Religion und Monarchie eine wichtige Rolle, um konservative Politikentwürfe vor oder gegen die Nationalstaatsidee zu artikulieren. Monarchien bei der Konfession nach dem Wiener Kongress basierte die politische Integrationsideologie der restaurierten Monarchien bei der Konfession vor allem auf das soziale, kulturelle und symbolische Kapital der Religion. In dem Vorwort für das 1811 erschienene Pamphlet »Politische Religion« hob der prominente schweizerische Politikphilosoph Karl Ludwig von Haller deutlich hervor, dass sein Essay eher eine religiöse Politik als eine politische Religion postulierte. Kurz darauf erklärte er die Hintergründe dieser Assoziation von Religion und Politik. Er betonte, dass das Ziel der politischen Religion
nichts anderes als die Anerkennung des Göttlichen in der Natur der Staaten und in den geselligen Pflichten. Vor aller war die Religion die höchste Wahrheit, das höchste Gesetz, der höchste Glaube in politischen Dingen. Im 19. Jahrhundert verfassten Aller und zahlreiche andere Konservativen das antisäkuläre Programm der religiösen Politik. Jahrzehntelang hat die historische Forschung das 19. Jahrhundert als Epoche der Säkularisierung dargestellt. Inzwischen ist diese These weitgehend revidiert und man geht davon aus, dass sich Säkularisierung und Rechristianisierungsimpulse überlagerten und gleichermaßen die Politik und die Gesellschaft beeinflussten. Durch die systematische Verwendung religiöser Semantiken und Wertorientierungen in der Sprache des Politischen könnten die Konservative ihre Diskurse emotionalisieren und popularisieren und damit zwei zentrale Kriterien des modernen politischen Massenmarktes erfüllen. Für die engen Verflechtungen zwischen Religion und Politik zeugen die Biografien vieler Prälaten und Theologen, die aktiv politisch partizipierten, oder auch die deutlichen politischen Inhalten von Predigten und theologischen Schriften, oder auch die immer wieder rekurrierende politische und publizistische Verwendung von religiösen Konzepten wie Mission, Katechismus, Sünde, Buße und Glaube. Genauso wie der Revolutionsdiskurs bot die Religion argumentative Waffen sowohl für die konservativen Gegner als auch für die pragmatischen Befürworter des Nationalstaats. Die Nationalbewegung, so behaupteten seine Gegner, korrumpierte die konservativen Traditionen und die von Gott gewollte politische Ordnung. Dies war besonders deutlich in Italien, wo das Nationalstaatsprojekt nicht weniger als das Ende der weltlichen Macht des Papstes voraussetzte. Die Paradigmen der religiösen Politik überzeugten die Konservativen nicht nur ideologisch, sondern auch emotional, trotz wachsender Schwierigkeiten, wie zum Beispiel in Zeiten des Kulturkampfes, politisch aktiv zu bleiben und unbeirrt für die vermeintliche wahre Politik einzutreten. Um seine unnachgiebige Opposition gegen den deutschen Nationalstaat zu motivieren, verwendete die Galionsfigur der preußischen Konservativen Ludwig von Gerlach eine Fülle an Bibelzitaten und sogar Martyriumsuggestionen. In einer Reichstagsrede im März 1873 verglich Gerlach sein Protest gegen das neu gegründete Kaiserreich mit dem Konflikt zwischen Jesus Christus und den weltlichen Mächten. Der Sohn Gottes, so sagte Gerlach im Reichstag, der Sohn Gottes ist gekreuzt worden, weil er im Reiche des Kaisers ein Königreich gründete. Eine wichtige Rolle für die Beahrung der religiösen Politik spielten auch private Netzwerke wie etwas bei Antonio Brignole Sale, einer der führenden Konservativen im Königreich Sardinien-Piemont. Brignole war mit 14 katholischen Bischofen und Kardinäle, darunter der päpstliche Staatssekretär Antonelli, regelmäßig in Verbindung. Er korrespondierte mit 14 Prälaten. Auf der anderen Seite war das Instrumentarium der religiösen Politik auch dazu geeignet, die Nationalstaatsbestrebungen aus konservativer Sicht attraktiver und wenig bedrohlicher zu gestalten. Um 1850 stand die Idee der Nation immer öfter im Zusammenhang mit missionarischen und paternalistischen Bestimmungsmustern. Sie wurden mehrheitlich von konservativen Akteuren auf dem Nationendiskurs transportiert und führten dazu, dass die ursprünglich liberale und demokratische Idee der Nation immer mehr in eine konservative Richtung gelenkt wurde. Die Suggestion einer sich missionarisch erfüllenden nationalen Zukunft und die Perspektive eines paternalistisch geregelten Nationalstaats war auch für die Konservativen attraktiv. Zusammen mit der religiösen Politik zirkuliert in ganz Europa eine weitere
politische Integrationsideologie, die die Konservativen geholfen hat, sich politisch immer wieder zu rehabilitieren und aktiv zu bleiben. Darüber werde ich aber nicht so lange sprechen, weil die Zeit läuft und dazu ist auch ein Kapitel im Buch. Ich wollte im Prinzip nur zeigen, dass bei den monarchischen, also bei dieser dritten Argumentationskette im konservativen Diskurs, der monarchische Herrscherkult, sich alte und neue Inszenierungselementen überschneiden und damit zu einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen führen. Hier sieht man eine etwas traditionelle Inszenierung und hier die eher zeitgemäße. Diese Folien mit Porträts von Friedrich Wilhelm IV. Und Karl Albert von Sardinien-Piemont zeigen eben die Gleichzeitigkeit ungleichzeitigen Inszenierungsparadigmen. Im 19. Jahrhundert sahen sich die Monarchen und ihre Entouragen vor der Herausforderung gestellt, mehrere politische Vorstellungen und Erwartungen zu ersprechen. Davor antworteten sie mit der Rekonfigurierung älterer und die Übernahme neuerer Inszenierungselementen. Eine weitere Herausforderung war es, die symbolische Macht der monarchischen Integrationsideologie massenkommunikativ zu gestalten und neue Rezipientengruppen zu erreichen. Um 1850 zirkulierten unzählige Texte, Illustrationen und patriotische Massenwaren, die das Bild der Monarchie nach dem Schock von 1848 schnell rehabilitierten und der König als Garant der konstitutionellen Reformen und der nationalen Einheit präsentierten. Wer sich fragt, was dieser Papier, die auf dem Tisch liegt, das ist eben die Verfassung, die der König oktroyiert hat, der König gegeben hat. Die beide Könige in diesem Fall 1848 gegeben haben. Die Anpassungsfähigkeit des Monarchismus trug entscheidend dazu bei, eine beruhigende Kontinuität in Zeiten dramatischer Veränderungen zu imaginieren und ermöglichte damit den Konservativen, die politische Mythologie der vornationale Staaten auf die Begründungserzählung des italienischen und des deutschen Nationalstaats zu transferieren. Es sei nur ein Beispiel genannt, um diese Transferprozesse, die zusammen mit Begriffen und Symbolen auch Erfahrungen und Emotionen transportierten, zu verdeutlichen. 1870 zelebrierte das freikonservative Parteiprogramm die Erfolge der konservativen Realpolitik und betonte, dass die Partei, also die freikonservative Partei, diese Partei tatsächlich bewiesen hat, und ich zitiere, dass sie unter Konservierung der historischen Grundlage der preußischen Monarchie das deutsche Staatswesen verfassungsmäßig ausbauen könnten. Dass nun die Konservative die Harmonie von deutschem und preußischem Vaterland feierten, stellte ein drastischer Kurswechsel dar. Nur zwei Jahrzehnte zuvor, wie ich bereits erwähnt habe, waren die preußischen Konservativen mehrheitlich davor, die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt zu bombardieren, das ist geschrieben in mehrere Pamphlete, zu bombardieren, und weigerten sich die Konservative resolut, die schwarz-goldene Kokarde anzuziehen. Der preußische Ministerpräsident Brandenburg 1850 erzählt, dass das der schlimmste Tag seines Lebens war, als der Befehl kam, die deutsche Kokarde anzuziehen und an die Truppen auch weiterzugeben. So, dieser Kurswechsel, als opportunistisch und pragmatisch zu bezeichnen, wäre aber zu kurzgreifend. Vielmehr handelte es sich um das Resultat von den konfliktreichen und ergebnisoffenen Transfer- und Aneigungsprozesse, die ich zum Teil jetzt skizziert habe.
die Realpolitik. Der erste und der zweite Punkt des Vortrages haben die semantische, die emotionale und die kulturelle Grundlagen der konservativen Politik am Beispiel vom Revolutionsdiskurs, von Religion und von monarchischem Herrscherkult resümiert. Diese drei Argumentationsketten führten dazu, dass die Konservativen zum modernen politischen Massenmarkt partizipierten und den Zugang zu den neuen parlamentarischen publizistischen Foren fanden. Dort testeten die Konservative Deutungs- und Argumentationsstrategien für oder gegen die Nationalstaatsidee. Es war die Durchsetzung der realpolitischen Sprache und der damit verknüpfte politischen Ideologie, die das Gleichgewicht im konservativen Lager zugunsten der pragmatischen Befürworter der nationalen Machtpolitik von oben verschob. Und wir kommen damit zum dritten und letzten Punkt des Vortrages. In den zentralen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts stellte die realpolitische Wende eine der wesentlichen Impulse zur Entstehung der modernen Sprachen des Politischen. Sie überwand die parteipolitischen Barrieren und ermöglichte, insbesondere nach der Revolution von 1848, die Zusammenarbeit von gemäßigten liberalen und pragmatischen Konservativen zu realisieren. Das ist zum Beispiel der bereits mehrmals erwähnte Radowitz, die ein Liberal umarmt. Okay. Grundsätzlich basierte die realpolitische Wende auf die Beschworung von Notwendigkeiten und auf das Denken in Kategorien des erfolgreichen Durchführens. Und man merkt hier, wie sehr modern diese Sprache war. In Zeiten beschleunigter Transformationen und Krisen bildete die resolute und technische Sprache der Realpolitik eine zunehmende attraktive und sinnstiftende Einstellung. Die Selbststilisierung von konservativen und liberalen Realpolitikern als pragmatische und durchsetzungsstarke Leaders und die Diskreditierung der politischen Gegner als dogmatisch und rückwärtsgewandt bedeutete längst nicht, dass die unbestimmte politische Vorstellungen der Realpolitik tatsächlich realistisch oder alternativlos waren. Sie wurden nur als solche erfolgreich präsentiert. Wie die meisten historischen Ereignisse ist auch die Durchsetzung der Realpolitik nur multikausal zu erklären. Was die Realpolitik attraktiv machte, war die Komplexitätsreduzierung, die sie suggerierte. Komplexe und umfassende Reformen, wie die Entstehung der konstitutionellen Monarchie oder die Entstehung des Nationalstaates, solche umfassende Reformen als notwendig zu deklarieren, wirkte auf die staatstragende Eliten, aber auch auf breitere Bevölkerungsgruppen zuverlässig und kompetent und ließ vor allem kein großes Spielraum für Diskussionen, weil wie kann man notwendige Reformen diskutieren? Diese Argumentationslogik ist noch heute in der Sprache des Politischen präsent. Und ich denke an dem Stichwort alternativlos, die jeder von uns kennt. Die Sehnsucht nach dem politisch Notwendigen und nach vereinfachten Rezepten gewann in Deutschland und Italien endgültig die Oberhand, als die Realpolitik mit patriotischen Kriegsrhetorik zugespitzt wurde. Dies geschah in Italien 1856, als die piemontesische Truppen im Krimkrieg gegen das Zarenreich kämpften und vor allem 1859-60, als die Piemontesen in Zusammenarbeit mit dem französischen Second Empire zuerst die österreichische Herrschaft in Norditalien beendeten und danach die anderen mittel- und süditalienischen Staaten in den neuen Nationalstaat eingliederten. Auch in Deutschland erreichte die Realpolitik den Höhepunkt nach den erfolgreichen Kriegen von 64, 66 und 70. Diese Verdichtung von militärischen Konflikten zwischen 1850 und 1870, die Zeit, in der sich die Realpolitik durchsetzte,
ist uncharakteristisch für das 19. Jahrhundert. Eine Epoche, die zumindest in Westeuropa nach den Napoleonischen Kriegen weitgehend friedlich war. Nach der italienischen und deutschen Nationalstaatsgründung begann die realpolitische Ideologie zu erodieren, weil es immer deutlicher wurde, dass die neu gegründeten Nationalstaaten, die als notwendig und eilbringend präsentiert wurden, unerwartet viele ungelöste Probleme und ein politisch wie gesellschaftlich sehr hohes Konfliktpotenzial hatten. Die politische und soziale Spannungen in den neuen Nationalstaaten wurden Stoff für einen anderen Vortrag bieten. Heute Abend, bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch die wichtigsten Gründe der Durchsetzung der Realpolitik und damit auch der nationale Machtkonzentration von oben skizzieren. Ich habe bereits erwähnt, wie die Komplexitätsreduzierung eine erste wichtige emotionale Voraussetzung für die Realpolitik war. Sie wurde mit einer offensiven Außenpolitik und mit erfolgreichen Kriegen zementiert. Andere Grundlage der realpolitischen Wende waren wenig kontingent. Erstens ist die Realpolitik nur verständlich, wenn sie im Zusammenhang mit der Suggestion der richtigen Mitte, des Juste Milieu, ein politisches Konzept, das eigentlich seit der Französischen Revolution zirkuliert und spätestens nach der Juli-Revolution von 1830 eine europaweite Relevanz besaß. Die Idee eines liberal-konservativen Mittelwegs zwischen den Extremen von Revolution und Reaktion erwies sich als politisch hochmodern und beeinflusste zutiefst die Politikdiskurse in Italien und Deutschland unter Bismarck und Cavour, aber auch in Frankreich unter Louis Philippe und Napoleon III., in dem britischen Empire und unter Robert Peel und in den Vereinigten Staaten unter Lincoln. Mit der Realpolitik hatte das Juste Milieu vor allem eins gemeinsam: die Selbstdarstellung als alternativloser, richtiger Weg zwischen den Extremen. Eine resolute und vereinfachte Stilisierung, die mit einem eigentlich sehr vagen und flexibel programmatischem Gehalt zusammenging. Eine weitere Voraussetzung für die Durchsetzung der Realpolitik ist nicht auf der Ebene der Ideengeschichte, sondern vielmehr auf strukturgeschichtlicher Ebene zu verorten. Genauer gesagt hat sie mit den Staatsbildungsprozessen zu tun, die zwischen 1700 und 1900 ungefähr die Entstehung einer modernen Verwaltung und Staatsapparat und auch Staatsräson möglich machten. Der im 19. Jahrhundert andauernde Aufbau und Erweiterung der Staatsmacht bedeutete, dass Beamten und Funktionäre, Statistiken, ihre Sprache und Argumentationslogik immer politikmächtiger wurden. Nicht nur das Leben der Institutionen, sondern auch das politische Geschäft wurde zunehmend technisiert. Natürlich war die undogmatische und resolute Sprache der Realpolitik sehr dazu geeignet, um Staatsbeamten, aber auch Diplomaten und Militärs zu begeistern. Ein weiterer Grund für die Durchsetzung der Realpolitik ist aus der Perspektive der Emotionsgeschichte zu erfassen. Politische Veränderungen, teilweise dramatische Veränderungen wie die Nationalstaatsgründung, als notwendig und teleologisch vorbestimmt zu beschreiben, war vor allem für die Konservativen sehr wichtig, weil das bedeutete, dass auch ihre, also die konservative Umorientierung notwendig und alternativlos war. Für die Selbstwahrnehmung, aber auch für die Reputation der konservativen Politiker war es notwendig, die Neupositionierung zum Verfassung und Nationalstaat nicht als opportunistischer Kurswechsel darzustellen, sondern als konsequent darzustellen. Und dazu bat die Realpolitik das notwendige semantische und ideologische Instrumentarium. Auch für die retrospektive Verarbeitung der Nationalstaatsgründung war die Realpolitik geeignet.
Notwendige und vorbestimmte Veränderungen muss man akzeptieren. Sie ließen keine Zweifel zu und überzeugen sogar, dass eventuelle Fehler und ideologische Gewissensbisse in Kauf zu nehmen sind. Eine letzte Grundlage der Realpolitik hat mit dem ursprünglich liberal konnotierten Fortschrittsglaube zu tun. Die Überzeugung, dass eine politische Entscheidung notwendig und vorbestimmt ist, kann nur in Verbindung mit einer bestimmten Weltbild existieren. Diese Weltvorstellung, die geeignet war, um die Realpolitik ideologisch zu flankieren, war eine der dominierenden Großdeutungen des 19. Jahrhunderts. Und zwar die Annahme, dass die Geschichte einen teleologischen Ausgang hat. Dieser Suggestion zufolge hat die Geschichte ein Ziel. Und dieses Ziel wurde meistens im 19. Jahrhundert mit den Begriffen Fortschritt oder Moderne oder eben auch Nationalstaat konkretisiert. Die Realpolitik präsentierte sich erfolgreich als der Politikentwurf, der dem Zeitgeist entsprach. Sie war zeitgemäß und zukunftsgerichtet, während politische Gegenentwürfe, unter anderem auch die altkonservative Weltanschau, als rückwärtsgewandt, unzeitgemäß und deswegen unrealistisch delegitimiert wurden. Eine erfolgreiche politische Inszenierung kam damit zustande und die realpolitische Nationalstaatsgründung erschien zumindest kurzfristig als zeitgemäß, notwendig und zukunftsweisend. Durch die Deutungsmuster von Revolution, Religion, Monarchie und nicht zuletzt durch die Ideologie der Realpolitik bestimmten die Konservativen in ganz Europa die moderne Sprache des Politischen und die damit verknüpfte Wirklichkeitskonstruktion. Ziel meines Vortrages war es, Ihnen und Euch einige Einblicke hinter den Kulissen der Realpolitik zu geben und damit eine Teilerklärung für die Nationalstaatsgründung in Deutschland und Italien zu liefern. Diese Einblicke haben gezeigt, dass wir nicht der Fehler machen sollten, das Fortschrittsnarrativ, die Selbstdarstellung der Realpolitiker und die Begründungserzählung der Nationalstaaten unkritisch zu registrieren. Das heißt, dass wir nicht immer davon ausgehen sollen, dass politische Entscheidungen, ihre argumentative Logik und ihre Konsequenzen, wie zum Beispiel die Nationalstaaten, notwendig, vorbestimmt und alternativlos waren. Diese Annahme hilft sicherlich, eine wichtige Periode des deutschen und italienischen Geschichte im 19. Jahrhundert besser zu verstehen und gibt vielleicht auch einen Denkanstoß, um die aktuelle Politik zu analysieren. Damit bin ich am Ende meines Vortrages und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Überleitung für die Diskussion gegeben und uns motiviert, kritisch auch mit Ihren Thesen umzugehen. Und das will ich gerne als Inspiration benutzen, um die Fragen an Sie weiterzugeben, was Sie zu bemerken haben, zu fragen haben. Zum heutigen Vortrag. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag, für den Einblick, der sicher Lust macht, dann auch mal in das Buch zu schauen und die ganzen schönen Zitate und Abbildungen mal im Kontext nachzulesen. Ich habe mich zwei Dinge gefragt. Zum einen, vielleicht die kürzere Frage zuerst, ist Realpolitik eine Ideologie? Und die andere Frage, du hast uns
ja auch sehr überzeugend italienische und deutsche Geschichte als Geschichte vieler Gemeinsamkeiten hier präsentiert im 19. Jahrhundert, viele Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Gab es denn auch in den konservativen Diskursen Unterschiede oder anders gefragt? Das ist ein Teil, den du in dem letzten Abschnitt deines Vortrags angesprochen hast. Kann man diese Logiken, diese Strukturen im konservativen Diskurs vielleicht auch öffnen für einen europäischen, für einen westlichen Horizont? Du hast ja einmal dann noch Frankreich, Großbritannien und die USA mit erwähnt. Ja, die zwei Sachen vielleicht. Soll ich sammeln? Ja, dann. Aber das war so umfangreich. Ja, genau. Dank. Vielen Dank für die Frage. Ich fange mit der zweiten Part des Kommentars oder der Fragen, der zweite Frage. Ich finde, in Bezug auf das Thema Nationalismus und Nationalstaatsgründung ist die Arbeit wenig erweiterbar, zu erweitern auf andere. Aber wenn man sich auf mit den anderen Argumentationsketten beschäftigt, dann ist ja durchaus zu erweitern und ist auch deswegen in meiner Arbeit ganz klar zu sehen, dass die ersten zwei Kapitel, die ersten zwei Punkte, Religion, Revolution, Religion und Monarchie, es ist eigentlich eine europäische, eine transnationale europäische Geschichte. Und bei dem dritten Kapitel, wo es um Realpolitik geht, es ist eher so ein deutsch-italienischen Vergleich. Das bedeutet aber nicht, dass die Ideengeschichte der Realpolitik, und damit komme ich auch zu der ersten Frage, dass die Ideengeschichte der Realpolitik nicht vergleichbar oder zu erweitern wäre auf andere europäische Staaten. Die ganze Denkanstoße kommen eben von Frankreich, wie oft der Fall war, von der Juli-Revolution, das Juste-Milieu oder auch das richtige Mitte, das spielte auch in England oder unter der Präsidentschaft von Abraham Lincoln eine große Frage. Und ich betrachte, und habe ich in der Arbeit insofern die Realpolitik als Ideologie betrachtet, das ist nicht meine eigene Idee, sondern habe ich das aus der Forschungsliteratur ausgepickt, aber hat mich sofort überzeugt, weil ich habe eben die längere und transnationale Entstehungszusammenhänge der Realpolitik und habe ich diese pragmatische, realpolitische Wende um 1850 mit frühere politische Ideen wie eben das Thermidor, also schon während der Französischen Revolution oder vor allem das Juste-Milieu und in diesem Sinne auch die Realpolitik als Ideologie betrachtet, weil sie hat mehr oder weniger die gleichen Merkmale der Ideologien der politischen Gegner, nur die Unterschied als unterscheiden sie sich insofern, weil sich Realpolitiker als realistisch, als pragmatisch darstellen und umgekehrt die andere als unrealistisch. Und da habe ich gedacht, ist das tatsächlich die Wirklichkeit so oder ist nur eine Argumentationsstrategie, andere politische Gegner als unrealistisch oder unpragmatisch darzustellen? Weitere Fragen? Amerigo, also nochmal danke für den Vortrag. Gerade bezüglich des Begriffs des Juste Milieu hätte ich da noch eine Frage. Am Anfang des Vortrags erwähntest du, wenn ich mich recht entsinne, dass am Anfang eine Art Antagonismus zwischen dem Konservativismus auf der einen, dem Liberalismus auf der anderen Seite herrschte, aber bei der Realpolitik dann langsam die beiden Gruppen begannen, aufeinander zuzugehen. Hat die halbwegs erfolgreiche Politik des Juste Milieu in der Juli-Monarchie da eine Art Trendwende gebracht oder haben da noch weitere wesentliche Faktoren mitgespielt? Also so eine Art Umdenken, das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in Europa entwickelt hatte. Ja,
Danke für die Frage. Sicherlich die Revolution von 1830 in Frankreich und die daraus resultierende politische Übermacht des Just Milieu haben dazu beigetragen, dass europaweit man darüber diskutiert hat. Vor allem diese liberal-konservative Eliten, die da gerne nach Paris oder nach London gereist sind, um sich politisch, aber auch kulturell weiterzubilden, da haben natürlich die Entwicklungen in Frankreich zur Kenntnis genommen. Aber es gab durchaus auch deutsch- und italieninterne Bewegungen, diese Suggestion, diese Idee, eine richtige Mitte zwischen den Extremen zu finden, sich als Aufgabe gemacht haben. Und vor allem mit der Argumentationslogik, dass Reformen, eine Argumentationslogik, die zum Beispiel, womit Cavour seine erste parlamentarische Erfolgsrede gestaltet, und diese Argumentationslogik ist einfach, dass durch Reformen, rechtzeitige Reformen, Revolutionen vermeiden kann. Und das überzeugt auch ultrareaktionäre Personen wie der spätere Kaiser Wilhelm I., die zu den reaktionärsten am preußischen Hof gehörte, aber dann plötzlich nach der Revolution schreibt, nur mit Bajonetten kann man den Status quo nicht verteidigen. Wir brauchen auch zeitgemäß, und das ist auch die Ideologie der Realpolitik, die mit dieser zeitgemäß sein. Wir sind die Einzigen, die in diese Zeit, die Zeit verstehen. Genau, also Frankreich war wie immer im 19. Jahrhundert ganz, ganz wichtig, um die Diskurse tatsächlich zu dynamisieren, zu mobilisieren. Aber es gab nicht nur Nachahmung oder Übernahmen von französischen Ideen, in dem Fall von Just Milieu, aber auch interne Diskussionszusammenhänge in Italien und in Deutschland, die sich die Frage gestellt, vor allem die Frage aus konservativer Sicht, die Frage gestellt haben, wie kann man Revolutionen vermeiden, ein bisschen so, wie man sich heute fragt, wie kann man Terrorismus vermeiden oder sowas. Die haben sich die Frage gestellt, wie kann man Revolutionen vermeiden ohne Gewalt, ohne Unterdrückung, was nach wie vor möglich war, und das haben sie auch teilweise verlangt, aber nicht nur. Ja, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte nochmal die Frage von Herrn Späth konkretisieren mit den Unterschieden. Also ich wollte nochmal nachhaken. Ja. Gibt es vielleicht Unterschiede in der Argumentation bezüglich Protestanten? Also du hast ja konservative protestantischer Prägung in Preußen und in Piemont hast du katholisch-konservative. Du hast die Kreuzzeitung genannt und die Civita Cattolica als eine Jesuitenzeitung, also zwei andere religiöse Argumentationen. Ja. Wie wirkt sich das aus und lässt sich da vielleicht irgendwie was rausarbeiten? Danke, weil vor allem für die Frage in erster Linie und weil du mich an meine Vergesslichkeit erinnerst, dass ich eben der Punkt vergessen habe bei erst spät. Ich muss sagen, das war tatsächlich einer der Befunde während meiner Forschung, die mich am meisten überrascht hat, die ganz wenige konfessionelle Unterschiede, die im konservativen Diskurs gab. Also viele Themen, viele Deutungsmuster waren überkonfessionell. Und wenn man sich auch die Personen anguckt, wie Aller oder auch diese christlich-konservativen Autorinnen, wie Luise Enzel, also die konvertieren
vom Protestantismus zum Katholizismus, und das führt natürlich zu großer Polemik, aber an sich wiederholen sie nach wie vor dieselbe Wertorientierungen. Gerlach wird nach der Reichsgründung wieder im Reichstag gewählt mit dem Zentrum, also mit den Katholiken, und er war durch und durch preußisch Protestant. Also das sind nur ein paar Beispiele, aber ultrakatholische Konservativen aus Piemont wie der Ausgeber der Ammonia, der die meistgelesene konservative Zeitung war, Margotti, er zitiert immer wieder in seinen Artikeln die guten Protestanten. Und das sind die preußische konservative Protestanten wie Heinrich Leo, wie auch Gerlach, die eigentlich überkonfessionell vor konservative Gegenrevolution eintreten. Also die Frage, um kurz die Frage zu beantworten, dass ich war selber überrascht, aber das kann ich auch in der Arbeit zeigen, dass die überkonfessionelle Ebene des konservativen Diskurs sehr stark war, und es gab zwischen konfessionellen Animositäten, also Feindbilder, die jeder kennt, aber das ist jetzt nicht neu. Das kennen wir. Was jetzt in dem Fall neu ist, dass eben diese überkonfessionelle Ziele erkannt werden von den Konservativen. Also in dem Sinne sind die Gemeinsamkeiten auch wichtig. Die Unterschiede, also die zwischenkonfessionelle Animositäten, kennen wir ja im 19. Jahrhundert auch. Insgesamt, was die Frage von Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den zwei Nationalbewegungen, Nationalstaatsgründungen anbelangt, ich habe tatsächlich auch in diesem Fall in der Arbeit mehr Gemeinsamkeiten gefunden, was an sich überraschen kann, weil Cavour ist in den Schulbüchern, zumindest in Italien, vielleicht, falls er in den deutschen Schulbüchern oder in der deutschen Öffentlichkeit bekannt ist, Cavour ist der piemontesische Ministerpräsident, die italienische oder die piemontesische Nationalstaatspolitik leitet. Dieser politische Leader ist normalerweise als liberal dargestellt, aber ich habe versucht, das auch in dem liberal-konservativen, realpolitischen Diskurs einzubeziehen. Und da haben sich erstaunliche Gemeinsamkeiten mit Preußen, die wie Bismarck, aber auch Radowitz, die normalerweise doch als konservativ gelten, aber in dem Fall teilweise sehr vergleichbare Argumente verwenden. Und das ist auch der Fall von Radowitz und Balbo, die ich ja in der Präsentation kurz erwähnt habe. Die gelten normalerweise auch als Balbo liberal, Radowitz konservativ. Aber das war jetzt zumindest nicht mein Eindruck, dass sie so und unterschiedliche Positionen vertreten. Keine Wortmeldung mehr vorzuliegen, dann darf ich dies als Anlass nehmen, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, Herr Caruso. Wir haben jetzt Ihren akademischen Weg sozusagen begleitet, ja. Und vielleicht können wir das ja auch mit der Habilitation, die ja im Bilde dann begonnen wird, fortführen. Dann hätten wir sozusagen einen großen Bogen geschlagen. Ja, genau. Das würde mich sehr freuen. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihr Kommen, auch am Tag danach, vielleicht etwas anders auch zu hören wie das Aktuelle, das uns mit Sicherheit die nächsten Wochen beschäftigen wird. Ich darf aber auch hier Bezug nehmen auf die Bundestagswahl, weil wir übermorgen am Mittwoch Professor Oskar Niedermayer hier haben, der uns erklärt, wieso
die Wählerinnen und Wähler so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Und ich denke, das ist ja doch ein renommierter Wahlforscher, der uns relativ aktuell dann über die neuesten Erkenntnisse dann Rede und Antwort steht. Und das bedeutet natürlich auch, Ihren Fragen sich stellen wird. Und die sind ja mit Sicherheit dann auch vorhanden. Und ich würde mich freuen, Sie auch vielleicht am Mittwoch wieder begrüßen zu dürfen. Ich darf Sie nun noch, und Sie natürlich auch, Herr Prohuse, noch ganz herzlich zum Umtrunk einladen, der unten im Foyer stattfindet. Vielen Dank. Applaus.